In der letzten Folge haben die beiden vorbereitet das Proto-Treffen und da war noch so ein bisschen anderes Geschissel, aber da ist alles relativ irrelevant. Irrelevant. Attacke, viel Spaß und bleibt geil. Ja. 14 Uhr am nächsten Tage wird Proto kommen. Er hat sich übrigens nicht schick gemacht. Das war mir klar. Ja, na, letztes Mal hat er ja, aber er wird sehr erstaunt sein. Das glaube ich. Er hat auch ein sich langsam entwickelndes blaues Auge, also muss ziemlich frisch sein. Was hast du denn gemacht? Ja, erstmal, hallo und willkommen. Treten Sie ein? Ich hatte und? Eine... ja, Benötigen Sie etwas Eis für Ihre Augen? Es ist bestimmt ganz fürchterlich unfein, so etwas die Gäste zu fragen. Es ist ja, da verlieren die ja quasi ihr Gesicht. Ich weiß, wir sind nicht in Japan, aber ich glaube, das macht man. Aber danke, ich bin... Danke, aber nein, danke. Gut, darf ich Ihnen etwas reichen? Was hätten's denn? Das ist ein... ein bisschen Wildbret an Ei und Dunkelbrot. Ist das jetzt quasi das Hors d'oeuvre? Ja, das ist ein Hors d'oeuvre. Ja, dann gerne. Dann, vielen Dank. Habt ihr eigentlich 8 Stühle hingestellt oder einen? Na, 8. Okay. Auch 8 Servietten und so weiter vorbereitet und so weiter und so fort. Wie Schwäne ihr faltet. Ja, ja. Ihr habt das ja wirklich... Habt ihr nichts zu tun? Also ich jetzt fühle ich mich fast schlecht. Ich möchte gerne noch 7 Leute einladen. Jetzt setzt euch halt hin und esst was und du nimmst diese saublöde Perücke und diese Nase ab. Das ist ja furchtbar. Der König, der Gast ist natürlich hier immer König. Das ist ein sehr feiner Zug von euch auf jeden Fall. Ich spare es mir jetzt, lustige Tiere aus Pudelinnereien zu falten, ja? Also ich meine, wenn du es aus Innereien kannst, dann hätte ich das schon gerne gesehen, aber nur wenn ich außerhalb der Spritzreichweite bin. Ich hätte da so einen Pudel, den ich liebend gern dafür verwenden würde. Finger weg von meinem Pudel. Du hast einen Pudel? Ich hab länger darüber nachgedacht, mir vielleicht auch so ein Tier anzuschaffen. Die sind ja doch sehr flauschig. Und dann habe ich gedacht, na, so alt bin ich dann doch noch nicht. Ich brauche das eigentlich noch nicht. Ich krieg, also so einsam bin ich auch. Also ich wollte nicht sagen, dass du irgendwie einsam und verzweifelt bist. Und ja, ist ja auch egal. Ich habe mich dagegen entschieden. Das ist sehr vernünftig. Ist das denn, ist schon sehr auch pflegeintensiv, ja? Ein wenig, ja. Das ist, aber man kann ja die genetisch Optimierten sich besorgen, dann sind die halt recht pflegeleicht. Sie haaren nicht so häufig und hinterlassen nicht so unangenehme Gerüche wie andere Tiere. Na, ich dachte bisher, ich hatte ja nie so richtig dauerhafte Verpflichtungen, so mit früh aufstehen, also jeden Tag zumindest nicht. Und da habe ich gedacht, eigentlich will ich nicht, dass so ein Tier irgendwie meinen Tagesablauf dann bestimmt. Ja, das, die passen sich da ja auch an, ne? Also es ist alles gut. Ja, gut. Diese Schminke, ich muss sagen, ich hasse Clowns. Warum hast du dir dann einen gewünscht? Ich dachte, wir flachsen ein wenig herum, wir machen ein bisschen Schabernack. Schabernack kann ich auch, ich drücke mal auch kurz auf meine Nase, die quietscht. Gottes Willen, ich hasse Clowns. Sehr schön, wir können dich schminken. Ja, wie ein Panther oder wie ein Tiger. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Das habe ich mir nicht gewünscht, das war eine Frage. Ah, ja, können wir. Ich habe meinen Schminkkoffer im... Ich habe meinen Schminkkoffer dabei. Gottes Willen, bitte nicht. Ich bin ein seriöser Mann, der mit zwar einem extra, einen etwas extravaganten Geschmack aufwarten kann, aber man muss es ja nicht übertreiben. Sehr schön.
Also darf ich dir ein bisschen Usche anbieten? Das mit diesem Essen, das ist alles so überwältigend. Ich würde sagen, können wir es einfach so machen? Du stellst gleich alles auf den Tisch, denn ich nehme an, du hast irgendwie 12 Gänge oder was auch immer ich gesagt 16. Hatte. Gottes Willen. Also Frau 15. Das 15, ja gut. Wir stellen das auf den Tisch, jeder nimmt sich was und wir erzählen einfach nebenbei. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen peinlich berührt. Sehr gut. Ja, ich räume dann auf. Also ne, so bringe ich mal die Sachen. Gottes Willen, 15 Gänge. einer kleiner als der andere. Worauf wollte ich denn jetzt? Also, ich habe herumgefragt und es sind schon einige Leute interessiert und ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich mich da vielleicht wohlfühlen könnte in so einer Position und ich muss sagen, ja, aber ich habe natürlich einige Bedingungen tatsächlich, die an die Sache geknüpft sind. Na, dann lass mal hören. Also zum einen möchte ich oder verlange ich, der Kund ist König, also ich verlange, dass das nicht diese Bar wird, sondern einen eurem Turf. Einfach, weil ich denke, dass die Leute, die da hinkommen, sich einfach der Tatsache bewusst sind, wo sie sind und wie sie sich dann gegenüber den übergreifenden Gastgebern zu benehmen haben. Dass es dann kein Problem darstellt, dass jemand nicht kommen wird, nur weil er denkt, oh, diese Gang. Und die dann nicht kommen, das sind vielleicht auch die Leute, die sowieso nicht wolltet. Und die mich dann in Schwierigkeiten bringen, weil ich ja so ein bisschen Neutralität wahren müsste, aber euch gegenüber nicht kann. Und dann würde ich sagen, ich würde es gleich bei euch rein verlegen. Das ist das geringste Problem. Des Weiteren möchte ich weiterhin... ich meine, ich hatte das immer so ein bisschen auf dem Sprengstoffgebiet, habe ich mich immer ausgekannt, habe ich immer gewusst, wenn ich fragen muss und habe ein paar Sachen verkauft. Das möchte ich weiterhin machen, natürlich nicht hier. Ich würde auch hier solche Gespräche nicht abwickeln, aber wenn sich hier jemand meldet und mich fragt, dann würde ich ihn dann quasi, also das Eingangsgespräch mit ihm dann schon führen wollen und dann später auf einen anderen Ort verweisen. Spricht jetzt erstmal auch nichts gegen. Dafür ist Elan ja gedacht. Dann möchte ich mich nicht selbst um Sicherheit kümmern müssen und ich hätte schon gern, dass irgendjemand da ist und zwar eigentlich die ganze Zeit, wenn das geöffnet ist. Ich weiß, ihr habt natürlich jetzt, ihr seid wichtige Leute, aber ihr habt ja irgendwelche Goons und Untergangs und kleine Gruppen und wenn da sich irgendjemand findet, der das machen würde, das einen wäre... Einen kriegst du mindestens. Das ist tatsächlich gut, dann kann ich auch die öffentliche Ordnung ein bisschen mehr aufrechterhalten. Ich möchte tatsächlich eine Vergütung, die mir zumindest ein Leben in diesem Stadtteil sichert, und zwar nicht, dass das Allerschlechteste ist. Ich verlange jetzt nicht irgendwelche Sondersachen, aber solider Lebensstandard. Und zwar nicht irgendwie gekoppelt an Provisionen oder so einen Unsinn, sondern einfach ein festes Gehalt. Klar. Jetzt, wo ich das sage, muss ich sagen, ich komme offenbar ganz doch in die Jahre. Also jetzt mit einem festen Gehalt, das ist ja schon, naja, das ist ja auch egal. Mal überlegen, ob es da noch irgendwas war. Es wäre, ehrlich gesagt, hat er bisher nichts verlangt, was nicht sowieso schon fast angedacht war, außer, dass es vielleicht doch im eigenen Turf sein soll, aber sonst. So, und ich weiß nicht, wie ihr es euch um die Öffnungszeiten gedacht habt, und wie wir das machen, aber ich hätte natürlich gerne noch jemanden, der mir aushilft, alleine so eine Bar zu schmeißen, gerade als Zwerg ist jetzt... nicht immer das Leichteste. Das ist klar. Und ich nehme an, dass wir den rechtlichen Teil irgendwie geklärt kriegen, denn davon habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Da bräuchte ich zumindest eine Einführung, einen Lehrgang oder keine Ahnung, wie das sonst regelt. Du kriegst jemanden, der dir auf jeden Fall am Anfang helfen kann. Das ist gut. Ich glaube, das wär's dann auch eigentlich. Okay. Also, alles kein Ding. Das meiste davon war ohnehin angedacht. Das geht sich ja ganz gut aus. Also, und wie gesagt, ich habe da schon doch von recht vielen Leuten gehört. Ich weiß nicht, ob Fresh dich angerufen hat. Ja, hat er.
Sie. Das ist die Hackerin, die dich begrüßt hat, die du erst nur kanntest als Hey Du. Ach so, die ist das. Ah, ja, hey, ja klar. Die, die, mit der du dich geprügelt hast und mit der du ständig gesoffen hast. Deli, Alter. Ja. Du vergisst echt alles. Nee, das Problem ist, ich habe sie wirklich im Kopf als Hey Du abgespeichert und ich war die ganze Zeit völlig verwirrt. Deswegen habe ich das sogar irgendwann mal auf deinem scheiß Charakterblatt nachgetragen. Echt? Okay. Glaube ich. Ausgezeichnet. Ja, dann freue ich mich, dass das so einfach war. Ich dachte, wir machen jetzt so eisenharte Verhandlungen. Was gibt's von eurer Seite eigentlich? Erstmal, dass du noch probierst. Und was ist das? Nachtisch. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also da möchte ich schon gerne wissen, was das ist. Nachtisch ist das Einzige, was ich jetzt gerade nicht rausgesucht habe. Get fucked. Es ist irgendein Törtchen. Ja, aber jetzt bin ich ja zum Beispiel allergisch gegen Erdnüsse. Ich schieb einen Gericht, was er noch nicht probiert hat, von ihm weg. Gut, dann solltest du das nicht essen. In den meisten sind keine Erdnüsse. Eigentlich, ich bin da auch überhaupt nicht allergisch gegen Erdnüsse. Ich wollte nur wissen, was da jetzt eigentlich, wonach das schmecken soll. Er hat eine Menge Schokolade reingetan, als er es gemacht hat. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Ausgezeichnet. Er wird sich das Törtchen nehmen und mal kräftig reinbeißen. Es ist ein Schokoladentörtchen, ja. Der Kern ist noch ein bisschen flüssig, dementsprechend. Eine Mini-Tarte. Genau. Das schmeckt alles ganz ausgezeichnet. Ich muss mich doch langsam fragen, was du eigentlich in so zweifelhafter Gesellschaft machst. Naja. Hey. Dich meine ich doch gar nicht. Jeder braucht ein Hobby. Das ist aber ein sehr ausgefeiltes Hobby, muss ich sagen. Da scheint ein gewisses Talent nicht an dir vorübergegangen zu sein. Dankeschön. Achso, ich habe übrigens vor, Bier zu brauen, das könnten wir dann trinken da. In deiner Bar. Jetzt kenne ich ja selbst schon zwei Personen, die das auch mal angedacht hatten. Ich halte das für eine sehr aufwendige und gar nicht so am Ende effiziente Sache, wenn ich ehrlich bin. Das ist richtig, aber es geht ja auch eigentlich um den Prozess an sich. Das ist halt der Sinn und Zweck eines Hobbys, ne? Könnte man sich nicht vielleicht ja woanders treffen, dass man sagt, man brennt Schnaps? Da kann man ja auch ein bisschen mehr Variation ab und zu reinbringen. Und Bier, das muss man ja eigentlich in großen Mengen brauen und so weiter. Dann braucht man den ganzen Krams da, Gerste und Topfen und was es nicht alles gibt. Malz. Das nämlich. Wenn man jetzt aber einfach Schnapsen macht, da kann man was halt gerade da ist, letztlich verwenden und dann noch ein bisschen würzen. Vielleicht einen kleinen Chili-Schnaps oder was gerade so anfällt. Ja, aber Chili-Schnaps, das ist schwierig. Das trinken die meisten ja nicht. Das ist ja zu scharf. Ja, nee, aber das war ein Beispiel. Man kann einfach mit Schnaps deutlich mehr Variationen machen. Man braucht deutlich weniger, weil so einen hausgebrannten Schnaps, den trinkt auch nicht jeder. Aber so ein Bier zu brauen, da braucht man ja dann gleich 75.000 Liter pro Monat oder so. Und ich weiß nicht, ob wir da irgendwie die Kapazitäten sicherstellen könnt und ob du das alleine schaffst mit deinen anderen Aufgaben, die du da bestimmt so hast. Clown hat sicherlich auch noch andere Sachen zu tun. Das war ja auch eigentlich eher so ein Hausbräu für mal zwischendurch. Gedacht, so vielleicht 15 Liter oder so. Du meinst, wenn was da ist, ist was da und wenn es halt nicht mehr da ist, ist es halt aus. Dann gibt es halt Moskauer Urtyp oder so. Ja, aber 15 Liter. Ja, für mich und meine Crew. Ach oder so, halt du willst also dann Platz in diesem Ding verschwenden dafür, dass du dich mit deinem eigenen Bier ein bisschen besaufen kannst. Ja, so verstehe ich das jetzt auch so. Ach, dann brauche ich halt einfach so Brier. Wir können sehen, ob sich da irgendwas machen lässt. Ich würde es nur wirklich nicht gerne versuchen in irgendwie großem Umfang.
Das hatte ich auch nicht vor, das standardmäßig anzubieten. Das artet ja eine Arbeit aus. Ja, und den Bedarf an großen Geräten auch. Eben. Wenn ich 15 Liter irgendwann mal produzieren kann für mich selbst, beziehungsweise einfach so für eine Party, dann ist es eine Sache, aber sonst. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wie lange das heutzutage so dauert, wie lange das braucht. Ich auch nicht wirklich. Das letzte Mal war irgendwie so, also, ich glaube 2 Wochen oder so, 3-4 Wochen. Ja, das scheint ja zu gehen. Wirklich was auf der Liste haben wir eigentlich nicht, bis jetzt zumindest nicht, was wir nicht schon besprochen hätten, also. Und welche Ansprüche dann irgendwie noch herrschen, wird sich dann wahrscheinlich ergeben. Ja, das sind ja dann alles die späteren Sachen. Ich meine, das sind nicht die wichtigen Punkte, da kann man sich dann immer noch streiten. Richtig. Ich meine, alles, was du haben möchtest, hast du gerade gesagt, das was Ähnliches hätte ich dir auch vorgeschlagen. Ja, ich wäre bestimmt erst in einem Viertel bis halben Jahr. Ich denke, ihr braucht auch noch eine ganze Weile. Also vielleicht in 4 oder 5 Monaten wäre ich erst soweit. Dass du anfangen willst mit der Planung oder dass du irgendwie dann richtig einsteigst und so ein bisschen Vorabkram schon mal gemacht werden kann? Na, sagen wir so, in 2,5, 3 Monaten bin ich bereit, richtig intensiv, da bin ich einfach voll da und voll bereit, alles zu machen. Okay. Was ist mit einer Location? Sollen wir schon mal eine raussuchen? Und wir würden sonst einfach mal eine raussuchen und im Zweifel kannst du halt dann sagen, nee, auf gar keinen Fall oder jo, kann ich mitleben. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall machen, da habe ich überhaupt keine Ahnung davon, worauf man da achten muss, ob das ein angesagtes Viertel ist oder ob, keine Ahnung, wie die Verkehrsanbindungen sind, wer da gerade irgendwie Stress macht, all solche Sachen, da habe ich keine Ahnung, das müsst ihr schon machen. Okay, Stichwort Wohnung. Willst du dir selbst eine Wohnung suchen oder sollen wir für dich gucken? Und dann würdest du wahrscheinlich eine in einem Haus kriegen, wo wir ein bisschen mehr Zugang zu haben. Das würde ich schon ganz, ganz selbst machen. Okay, war nur eine Frage. Nee, da habe ich dann doch ein paar Ansprüche, die ihr auch einfach nicht sehen könnt. Ich weiß nicht, zum Beispiel einfach so Sachen wie Aufzüge. Es gibt ja immer wieder mal Aufzüge, die noch nicht mit AR sind, sondern mit Knöpfen. Und wenn die Knöpfe einfach so sind, dass ich nur in den 3. Stock maximal fahren kann, das sind einfach Sachen, an die denkt ihr nicht, aber die sind einfach unheimlich nervig. Das stimmt. Deswegen gucke ich daran einfach selbst. Okay. Auch die Nähe zum nächsten Buff und solche Sachen wollen ja alle abgeklärt sein. Das ist absolut richtig. Okay. Wenn es soweit ist, dass du anfangen willst, dir eine Wohnung zu suchen, sagst du einfach nochmal Bescheid. Das würde ich dann machen, wenn wir den Ort für die Bar kennen danach. Alles klar. Da ist jetzt allerdings noch eine Sache. Und zwar ist es so, dass das alte Team Polenböller, ich weiß gar nicht, ob die sich jetzt, eigentlich müssten die mich fragen, ob die sich jetzt nicht umbenennen müssten wegen, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten die noch was für euch. Ich wollte da auch gar nicht ganz genau wissen, aber irgendwie meinten sie, es wäre was sie euch gern übergeben wollten. Ich glaube aber, sie wollen vielleicht ein bisschen Geld dafür oder sowas oder ein paar Wäffelchen, irgend sowas in der Richtung. Also es scheint nicht ganz nur ein Geschenk zu sein, so eine Art Tausch oder sowas. Okay. Ansprechpartner wäre jetzt der Eierschneider, also wenn ihr da Interesse habt, dann habt ihr hier die Nummer. Potter kann mich auch einfach anrufen, hat meine Nummer. Ja, aber der Eierschneider versucht das gerade ein bisschen autoritär an die Hand zu nehmen. Ich weiß auch nicht genau, was da läuft. Ich will mich da auch raushalten, sollen die das machen? Das ist jetzt erstmal der Ansprechpartner und vielleicht... Okay. Vielleicht... In Zukunft wird sich das vielleicht auch wieder einrenken, ich denke schon, aber jetzt am Anfang, da müsste halt ein bisschen... Alles in Ordnung, ich...
Mir ist das völlig egal. Ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Ja, sagt mir dann am Ende nicht Bescheid, um was das ging. Okay. Dann würde ich sagen, ich melde mich einfach, sobald ich richtig bereit bin, in die Planungsphase einzustarten. So wie gesagt, 2,5-3 Monate. Alles klar, machen wir so. Gut, dann bis dann erstmal. Es hat hervorragend geschmeckt, was ich kosten durfte. Du darfst hier auch gerne was mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich meine Tupperdosen nicht dabei. Ist doch nicht das Problem. Ich habe doch vorbereitet. Weil wir müssen den ganzen Kram noch hier wieder wegbringen. Das ist ein Traum, Alter. Würde ich einfach von allem ein bisschen was nehmen? Also die hast du noch gar nicht probiert. Die kann ich dir sehr empfehlen. Hier, probier mal. Ja, tu einfach rein. Ich habe da größtes Vertrauen. Und wenn es mir nicht geschmeckt hat, werde ich es dir auch nachher nicht sagen. Ich werde dann lügen, ja? An Kritik bin ich immer interessiert. Die meisten Leute denken, weil ich so groß und stark bin, wollen das einfach nicht sagen, aber es kann man ja nur besser werden, wenn man mal auch weil Kritik... Weil du dann meistens schnaufend auf einen zurennst und deine Hörner in den Magen rammst. Das sind Details. Ich mache ihm doch keine Angst. Er wird es dann früh genug merken, wenn er mich kritisiert. Ich bin nur ehrlich. Ausfahrbare Hörner wären aber tatsächlich was für dich. Ich glaube, das würde stehen, Kaban. Ja, aber dann muss ich auch meine Haut rot machen und mir einen Pferdepuss machen. Das würde dir allerdings nicht stehen, ja. Eben, siehst du, das ist halt wenn, dann ganz. Gut, dann bis später und man riecht sich. Mach's gut. Ja, grüß dich. Ich habe ihm übrigens auch eine Serviette eingepackt. Ja, da freut er sich doch mit seinen ganzen Tupperdosen. Ja, so Tütchen. Ach, Tütchen, na gut. Tütchen. Na, das war doch mal erfolgreich. Ja, fand ich auch. Ich glaube, er war ein bisschen irritiert von dem ganzen Essen. Was? Na gut, aber das ist doch schön. Und, für eine Aushilfe beziehungsweise einen zweiten Barkeeper, da könntest du ja so jemanden kennen, ne? Aber ich finde bestimmt jemanden. Ich dachte gerade an deinen Herren. Was? An? Deinen Herren. Hä? Wieso? Naja, er war sowieso so pikiert, dass wir eine Bar ohne ihn machen. Ich glaube, der hat erstmal seine eigene. Kannst ihn ja fragen, ob er daran trotzdem... Sollte ich? Keine Ahnung, dann ist er jedenfalls nicht mehr sauer. Der ist auch so nicht sauer. Das ist gut. Zumindest hat er sich mir gegenüber noch nicht beschwert. Nun gut. Der wird mit dem ganzen Ding noch mehr Arbeit haben, als ihm lieb ist. Also insofern. Nur, weil wir das dann garantiert vergessen werden, sage ich es jetzt schon mal, es wird vermutlich so laufen, dass er die rechtlich-finanziellen Sachen für die beiden Bars macht und die Aale von Konstantin, die das 12 übernimmt, und hier, ne, der dann mit beiden so ein bisschen was macht, aber nichts richtig. Und nicht mehr viel Bar gibt, was sich auch mit den Kinderbetreuungszeiten bessert, ne? Das stimmt. Und den anderen steuerrechtlichen Fragen, die er für die Gang zu machen hat und so. Er wird ja Buchhalter. Das war der Plan. Der Konzilieri. Dann lohnt sich das wenigstens mal mit dem Studium. Das stimmt nämlich. So, und wofür hast du denn studiert? Ich bin jetzt Buchhalter eines Verbrecherkonsortiums, das sich nicht nur in Moskau, sondern auch außerhalb im russischen Staat erstreckt. Halt's Maul, Mutter. Ich hab was aus mir gemacht. Manche Mütter werden da stolz drauf. Immerhin hat er das gemacht. Ja, das ist ja immerhin intranational. Außerdem tut er was für sein Geld. Eben. Und sitzt sich nur faul zu Hause rum. Oder in seiner Hängematte. So, und der liegt ja trotzdem noch in der Hängematte. Man kann auch aus einer Hängematte arbeiten in seinem Job. Das ist ja der Witz. Das stimmt, das hat er im Playground auch immer gemacht.
Ja, das ergibt ja auch Sinn. Wieso sollte man nicht in einer Hängematte arbeiten, wenn man es kann? Nenn mir ein Argument. Es gibt einfach keins. Ja, irgendwann der Rücken, aber das ist erst irgendwann. Gut. Was müssen wir nochmal erledigen? Ja? Was müssen wir sonst noch erledigen? Keine Ahnung. Mit Gangs reden und so weiter und so fort, ja. Ja. Ach so. Den Eierschneider kann ich jetzt nur anrufen. Richtig. Machst du, sagst du. Ja. Moin, wer ist denn da? Hey, hier ist Nastja. Ach so, cool. Kommst du mal am besten mit einem Van, sie nennt die Adresse, und ich hole euch dann dort ab. Sagst du mir irgendwas? Nicht jetzt, aber sobald wir uns treffen. Wie groß muss der Van sein? Na, so, dass eine Person plus du plus alles, was du mitbringst, reinpasst. Muss ich was Spezielles mitbringen? Nee. Gut. Jo, dann bis später. Piep. Jojo schüttelt leicht mit dem Kopf. Was ist? Van und dann Adresse und dann ist gut. Keine Ahnung, was sie jetzt will. Wollte jetzt am Telefon nichts sagen. Wir basteln uns einen Van und... Ein Bumsbulli. Ja. Fahren dahin. Jo, ist in Bratjevo und das, da kann man gut hinfahren. Ist zwar in der Nähe vom Humanistorf, aber nicht direkt da. Und sie steht da in der Ecke und guckt sich ironisch Moskaus Next Topmodel Plakate an. Ironisch interessiert, du weißt schon. Dann halten wir an. Ja, dann wird so kurz, dass sie sich den Wagen genauer besehen, dann auf die Fahrertür zumarschieren. Du machst Fenster runter. Ah ja, okay, gut. Hin rein, Seite rein? Seite. Dann wird sie einsteigen und sich vermutlich neben Kaban pflanzen. Mahlzeit. Mahlzeit! Sie gibt euch erstmal einen Datenchip mit einer Adresse drauf. Bei uns hat sich so ein IC-Brecher gemeldet, der irgendwie Unterschlupf haben wollte und da haben wir gedacht, den könnten wir auch einfach ausliefern. Der hatte noch irgendwas zu melden, was euch vielleicht interessieren könnte, das weiß ich nicht. Das könnt ihr dann gucken. Aber wir hätten gerne eine Aufbewahrungsgebühr genommen von 750. Jojo nickt. Die kriegt ihre Kohle, wenn wir Typen sehen. Er ist noch in gutem Zustand, leicht dehydriert, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Aber... Okay. Dann werdet ihr zur Adresse fahren. Es ist halt irgend so ein Garagenkomplex mit 100.000 Garagen. Und vor einer stehen bleiben, wo dann quasi der Rest ihres kleinen Teams drin ist, inklusive Porter. Und so ein IC-Brecher auf dem Stuhl gefesselt. Sieht ein bisschen dehydriert aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Uhu. Versehen wir uns gleich hier, ne? Also ihr habt das so hier. Jojo, schmeißt ihn Kredstick hin. Du siehst noch, dass der Eierschneider Potter ganz böse anguckt, weil er offensichtlich das Maul halten sollte. Und dann werden die drei abziehen. Jojo schmunzelt. Jojo hält dem Typen erstmal was zu trinken hin. Bisher wollte er offenbar immer nicht trinken, ne? Weil da sind immer so Flecken so auf seinem
Pulli und auf dem Boden und so. Und auf seinem Höschen. Aber jetzt hat er anscheinend Durst genug. Ja, es ist Wasser, das er jetzt zu trinken kriegt. Ja, ja, da trinkt er mal kurz ein paar Schlucke. Hey! Gott sei Dank. Pass auf. Ihr solltet dringend was über Damian wissen. Was denn? Die ganze Sache, warum der uns überhaupt angegangen ist, so initial, das war totaler Bullshit. Ich habe versucht zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Wir hatten ein paar Geschäfte am Laufen und das lief eigentlich ganz gut. Und dann plötzlich aus heiterem Himmel... Joel nimmt das auf. Bam! Und ich dachte, es gibt irgendeinen Grund, dass vielleicht Nietzsche Scheiße gebaut hat. Oder es irgendeine Aktion gab, wo wir ihn indirekt gefickt hätten oder so ein Shit. Aber das war es alles nicht. Sondern? Einer, der zu uns gestoßen ist. Braucht ihr den Namen? Im Zweifel. Ist auch inzwischen scheißegal. Bodka. Bodka hatte Infos über ihn, seine Hackerzeit halt. Sachen, die man ab und zu mal von irgendwelchen Comlinks mitnimmt und so ein Shit. Und persönlicher Kram. Und nur, er hat irgendwie rausgekriegt, dass er das hat. Und nur deswegen hat er uns alle kalt gemacht. Der Typ ist völlig wahnsinnig. Weswegen? Na, pass auf. Damian hatte eine kleine Schwester und seine Familien waren echt nicht ganz so arm. Die hatten ab und zu mal halt echtes Obst, echtes Gemüse, echtes Essen, so ein Shit. Baumwollklamotten, sowas. Und irgendwann gab es so Südfrüchtetag und er war mit seiner Schwester im Kinderzimmer. Die war ein bisschen kleiner, er war so 5 oder so ein Shit, vermutlich 5, 6, 7, irgendwas. Und hat ihr immer gesagt, hier, du musst das was davon essen, das ist was ganz Feines und so. Und sie hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, die war echt jünger. Und dann irgendwann hat ihr dann halt so eine Mandarine in den Mund geschoben, also ein Stück Mandarine, und sie hat ein bisschen geschrien und wollte das nicht, hat's ausgespuckt. Und dann irgendwann hat er gesagt, hier, das ist gesund, das musst du essen, damit du groß und stark wirst. Und scheiß halt, was Kinder halt machen, Mann, Alter. Und dann hat er halt noch 2 Stück Mandarine reingeschoben und dann ist sie dran erstickt. Also nicht ganz, Wiederbelebung, aber schwerst mehrfach behindert. Und jetzt ist es so, dass er sie quasi aufbewahrt, einmal im halben Jahr hingeht und sie erschießen will, aber sich das halt nicht über ihn bringt. Und das hat er rausgefunden. Und das ist der Grund, warum er uns zerstört hat. Das muss der Grund sein. Es gab keinen anderen Grund. Er ist einfach nur völlig wahnsinnig. Und ihr seid vernünftige Leute. Ich kenne noch ein paar andere Hacker. Wir könnten uns neu formieren. Das sind auch Leute mit Idealen. Aber ihr könnt ja nicht in Betracht ziehen, mit dem Typen irgendwie langfristige Geschäfte zu machen, der uns so hinterrücks irgendwie zerstört hat und der das alles nur macht, weil unangenehme Tatsachen aus seiner Vergangenheit irgendjemandem bekannt sind. Ich meine, wen will er als nächstes platt machen? Andere Verbündete von euch? Weißt du, wo die Schwester ist? War nicht einsichtig. Es gab keine Koordinaten, aber es ist eine Wohnung, die aber über genug Krankenhaus und Pflegestuff verfügt. Und es ist eine da, die medizinisch genug Ahnung hat und die pflegt, oder 2 Personen sind das insgesamt, die sie abwechseln, aber nicht von irgendeinem Anbieter oder so. Ich weiß nicht, ob die wirklich, wie gut die Ausbildung ist. Ich vermute irgendwo in seinem Turf. Weißt du, was das Gute an Idealen ist? Er wird nicht so viel Zeit sich lassen wie ich, aber ich brauche irgendwas Gutes. Nein, das ist das, was früher Religion war. Das ist was, wofür du kämpfst und wofür du lebst und woran du dich festhalten kannst, weil du weißt, dass es andere Wege gibt als die gerade bestritten werden. Das Gute an Idealen ist, dass man sie irgendwann über den Haufen schmeißt. Das ergibt keinen Sinn.
Doch. Man lernt irgendwann, dass sie völlig irrelevant sind. Und dann denkt man, den ganzen Kram, für den ich mich vorher echt krumm gemacht habe, weil er mir so fürchterlich wichtig war, war eigentlich völliger Scheiß. Und total dumm. Das muss nicht sein. Ich meine, es ist hart, auf einer Linie zu bleiben, aber es lohnt sich. Wofür denn? Damit du früh in den Spiegel gucken kannst. Und damit du in die Zukunft sehen kannst, ohne einfach nur zusammenzubrechen. Und welche Zukunft? Na, deine. Wie weit haben dich denn deine Ideale gebracht? Ich konnte mit der Person leben, die ich bin. Ich meine, du kannst abkratzen, du kannst durch tausend verschiedene Sachen oder es hat halt wenigstens irgendwie einen Sinn. Ich meine, das Risiko ist immer ähnlich hoch, aber du hast halt wenigstens irgendwas. Jojo holt ihre Knarre raus. Wer soll der Nächste sein, eurer Verbündeten, der für ihn stirbt? Sie entsichert? Das ist ein Mann, der sich als Kumpel und als guter Geschäftspartner irgendwie gibt, aber der völlig unkalkulierbaren Bullshit macht, nur wegen so einem Kack. Komisch. Zwischendurch dachte ich, dasselbe trifft auch auf euch zu. Hat sie nicht gesagt. Doch. Sie erschießt ihn. Splatter. Ach so, ja, der stirbt. Ja. Das war klar. Nun. Wir werden über diese Angelegenheit nie reden mit niemandem. Vor allen Dingen nicht Demian gegenüber. Welche Angelegenheit? Keine Ahnung. Gut. Nur für den hypothetischen Fall, dass es eine Angelegenheit gab, sollte die auf einem Stick gespeichert werden und bewahrt werden. Nein, diese Angelegenheit wissen wir. Wir wissen darum und das reicht. Irgendwer könnte aus irgendeinem Grund irgendwann mal diesen Stick finden. Wir wissen es jetzt. Und wenn wir es, dadurch, dass wir es wissen, werden wir auch irgendwann, wenn es nötig sein sollte, herausfinden, wann und wo und wie. Das sind alles Informationen, die er uns auch nicht sagen kann. Dann spielt es überhaupt keine Rolle. Verstehst du, was ich meine? Ja. Jojo, löscht die Aufnahme. Guckt sich um. Er ist eine blutbespritzte Garage. Jetzt müssen wir wieder putzen. Sie wurde offensichtlich aufgebrochen. Ah, okay, dann müssen wir jetzt nur die Leiche wegschaffen. Ja, Backofenspray drüber und dann passt das. Ja, wir schaffen die Leiche weg. Das ist gut. Gut. Wir machen ein bisschen sauber. Denk dran, niemals irgendein Wort zu irgendwem. Mhm. Macht euch das. Wenn das Demians Achillesferse ist, dann geht das niemandem. Die Frage, hat er das den anderen auch erzählt? Hat er was wem erzählt? Unserem tollen Tipp, Team. Das weiß ich nicht. Spielt auch keine Rolle. Na, wenn sie das rum erzählen, dann sind sie relativ schnell tot.
dann ist das so. Das ist ihr Problem. Naja, sie könnten dann unter Folter sagen, dass sie das uns gesagt haben, was dann unser Problem wäre. Unter Folter sagt jeder alles. Ich glaube nicht, dass das... Da mache ich mir reichlich wenig Sorgen. Gut. Selbst wenn sie dann tot sind, dann ist das so. Und im Zweifel haben wir ihn halt direkt erschossen. Im Endeffekt ist er ein IC-Brecher. Und wenn er ihnen das erzählt hat, dann werden sie klug genug sein, nichts davon irgendwem zu sagen, denn Demians Arm reicht weiter als ihrer. Ja, das ist richtig. Also insofern. Schwamm drüber. Welche Angelegenheit? Genau, welche Angelegenheit? Die Angelegenheit, dass du übrigens dann später am Abend danach Schaffeln musst. Nee. Warum? Dein Vater. Und hier kommt das Shit. Denn der war nicht erfreut darüber. Und darüber wird auch nie gesprochen werden. Hatte Probleme mit dem Entdecken einer Waffenart. Was? Der wird alt. Der hat auch keinen Bock, da immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Da muss auch mal die Jugend sich drum kümmern. Was soll das denn immer? Na gut. Also, du fährst dahin. Ja. Und hilfst ihm dabei. Ja. Es wird ein bisschen dauern, ihm die nötigen Handgriffe beibringen zu können, aber das ist okay. Er wird sich natürlich versichern, wie es maßgeblich dem männlichen Neuzuwachs geht in seiner Entwicklung, wird nochmal dir versichern, dass er immer noch eine Chance besteht, dass er in der Jugend goblinisiert. Man muss der Hoffnung einfach nicht aufgeben. Und dann wird er noch ein bisschen chillen, dann macht sich irgendwann zurück. Kaban! Ja. Früh um 5. Roger. Ja. Rogers warmer, feuchter Atem leckt an deinem Gesicht. Also der Atem, nicht der Roger. Es ist ja. Schon ein bisschen eklig, aber das ist nicht so schlimm. Aber dann wirst du aus dem Schlafe gerissen von etwas, was an deine Tür hämmert. Es schreien Fäuste. Rein. Wenn du mich schon weckst. Jo, es ist Polina. Aufstehen, anziehen, Kapelle. Ah ja, okay. Worum geht's denn? Das ist ja schon. Ja, ich schlürf darüber. Ja. Es werden fast alle da sein. Ein paar sind natürlich immer auf. Ne, eigentlich müssten die jetzt alle zusammenziehen. Es werden alle da sein. Außer Jojo. Und die sind alle natürlich einigermaßen verschlafen. Hä? Wo bin ich denn? Woanders. Also. Du musst jetzt auch einfach mich mal zu Wort kommen lassen. Vlad sitzt da, hier an der kurzen Seite des Tisches und den Kopf in seine Hände gestützt, sieht echt müde aus. Oder fertig, ja, wisst ihr schon. Kann ja beides sein bei den ganzen Plagen. Deswegen wird irgendwann Konstantin anfangen, das Maul noch zu machen, weil irgendjemand muss ja mal was sagen in diesem Raum. Die Leute werden schon ungeduldig. So Leute. Vor einer Stunde kam so ein Aztec Clean Sweep Trupp und hat Schofrino eingeknastet. Zwei sind gestorben. Jojo muss auf dem Rückweg gewesen sein, die haben so auch eingeholt. Moment mal. Ja, du bist jetzt mal ruhig, du bist ja gar nicht hier. Die haben echt dicke Kanonen gefunden.
Dein Chat lenkt ab, Flummi. Zu dir komme ich schon noch irgendwann mal. Wir haben echte Kanonen gefunden. Sammelklage höchstwahrscheinlich. Es waren nämlich echt viele Polizeiwaffen diesmal und echt viele, ein paar, also nicht vielleicht echt viele, aber so ein paar Militärsachen. Sieht nicht gut aus. Jojo, werden sie wohl in Magierknast gesteckt haben? Soweit wir wissen, war die schon auf dem Rückweg. Das heißt, sie kannst du da mit schlechten Verbindungen bringen, aber sie hat dasselbe Tattoo. Also vermute ich erstmal Untersuchungshaft, aber es gibt keine Untersuchungshaft für Magier, also direkt Magierknast. Shit. Vlad, bist... Ich mach weiter. So, erster Tagesordnungspunkt. Im Knast sind echt noch viele wo. Wir haben die Knäste ja, sind die Knäste ja ein bisschen angegangen, aber sind trotzdem noch ein paar übrig. Mischa, du kennst dich ja im Knast aus, machst du das? Ich kümmere mich direkt drum, ich brauche da nochmal 2-3 Leute, die mir helfen. Aber ich kann dann dem Anja-Knast, da kann ich nichts machen und Jojos oder Lena, also, müssen wir uns da was überlegen, wobei sein Blick zum Koreaner geht. Oh, fuck. Dann werde ich mich einknasten lassen. Cool. Scheiße. Wir haben jetzt auf keinen Fall mehr Zugriff auf irgendwelche Sachen und wir können gerade nicht, es ist zu riskant, irgendwie jetzt in den Osten zu fahren. Und Vlad. Also ihr Maden. Ich sag euch jetzt mal was. Danke, Konstantin. Das ist schon alles richtig, ja. Mischa, der macht das und der nimmt sich irgendwelche 2 Lappen von euch mit und du lässt dich einknasten. Pass mal auf, ihr seid hier alle so Juschneue-Boys. Naja, aber ich habe auch lange versucht, so ein Juschneue-Boy zu sein, versteht ihr? Ich habe versucht, meinen Ghetto-Scheiß abzulegen und so ein Kack. Aber ich sag euch mal was. Dort komme ich her, dort ist mein Zuhause. Und das ist meine Familie. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie lange die da eingeknastet werden wollen. Aber jetzt kann ich euch sagen, ihr kleinen... Ja. Pass auf. So, die sind jetzt dort weg und da werden irgendwelche Hustensaftschmuggler anfangen, in unser Turf einzureiten und zu denken, die hätten Pimmel. Haben sie aber nicht. Und was wir machen werden, ist, wir werden dort einreiten. Wir werden uns jeden Zentimeter, wo sich schon irgend so ein Kakerlake hingesetzt hat, den werden wir zertreten und dann holen wir uns das zurück. Wir werden da einreiten und wir werden alles abschlachten und wir werden das dort halten und normal weiter betreiben. Wir holen uns noch ein paar Prossies, die bilden mal beidseitig aus, hier und dort. Ihr könnt wissen, dass wenn mein Vater und die ganzen anderen Typen dort, meine Familie, aus dem Knast kommt, dass dort das Turf für die bereitsteht. Dass dort alles klar ist, dass es weiterläuft, dass sie rauskommen und wissen, wofür sie dort drin die Fresse gehalten haben. Wir werden Chofrino halten und wir werden dort alles einreißen, was uns im Weg steht. Die Bullen können uns gar nichts. Es sind Bullen. Und nochmal kommt so ein Aztec-Shit nicht. Die kamen dort nur, weil noch wo in der Nähe war, die sie abgeschlachtet haben. War eine günstige Gelegenheit. Wir hatten ein paar Aztec-Waffen. Dort wusste keiner von euch, wollte der Vater ihr heimhalten. Ist egal. Ist egal. Leute, weil wir dort hingehen und töten. In einer Stunde sehe ich euch hier. Außer ein paar, die sich um die Knäste kümmern. Und du, weil du dann im Knast bist, stopft dir schon mal einen Stöpsel in Anus. Und der Rest ist da und wird mit mir schon mal aufteilen, wer da hinfährt und tötet. Ist es klar? Schön, bis in einer Stunde, ihr dreckigen Ficker. Oh jo. Ich finde, ich habe ein Vetorecht. Du bist gerade im Knast und du wirst vermutlich von irgendeinem Wärter erstmal in die Ecke geprügelt, damit du unter diesen Duschstrahl kommst, der ist wie so ein Wasserwerfer, keine Ahnung, du hältst mal das Maul jetzt. Ja. Aber... Halt die Fresse, ich spiele jetzt mit Deli. Aber... Aber...
Einer von euch musste in den Knast und da gab's diesen Würfel und der hat mir gesagt, dass du's bist. Alles klar. Aber ich bin klein und alleine. Aber dieser Moment im Y-Log, als ich gesagt habe, es müssen noch ein, zwei Sachen passieren, die realistisch scheinen und noch nie passiert sind, der ist jetzt gekommen. Du bist klein und eine Frau. Naja, ich sag mal so, ist ein Magierknast. Ah, du bist gefickt, ja, okay. Da gibt es nicht so viele Häftlinge. Da gibt es vor allem nicht nur die ultrabösen Hardcore-Häftlinge, aber ein paar davon gibt's schon, keine Angst. So, aber jetzt zum Wesentlichen und das Daddy. Ja. Ich fange dann mal direkt an, so eine kleine, also mich mit den üblichen Verdächtigen zusammenzufinden und einen Plan zu erstellen. Wir haben ja bestimmt irgendwie Straßenpläne und so weiter von Dorino. Mit wem willst du dich treffen? Ja, ich hab's gerade. Mit den Jungs halt. Okay, okay, sag mal, du gehst vermutlich zu denen, die du am besten leiden kannst. Höchstwahrscheinlich wird das mindestens Mischa sein. Richtig. Und noch jemand, der bei ihm ist, okay. Sag mal einfach mal Mischa und Polina, da haben wir wieder Vater, Mutter, Kind, das gefällt mir eigentlich am besten. Außerdem hast du ja jetzt ausbezahlt, die könnte ich jetzt noch besser leiden. Also du legst da so ein paar Straßenpläne vor und so, die gucken dich an, und dann haut Mischa dir auf den Hinterkopf. Junge. Bist du bescheuert? Wir können doch jetzt nicht nach Joffrino fahren. Ich dachte, wir setzen uns hier zusammen, um uns zu überlegen, wie wir Vlad von dieser Idee abbringen. Wir haben immer noch ein paar leicht Verletzte. Ich möchte erinnern, dass der Inne seinen Arm noch vor 2 Monaten zur Hälfte eingebüßt hat. Die ganzen Joffrino-Boys sind im Knast. Aztec könnte dort immer noch rumlungern. Oder die Bullen. Wir können uns nicht aufteilen, weil dann die Red River Gang kommt und uns einfach schlachtet. Wir haben ein paar der kleinen Gangster hier, die mal angeworben haben, um aufzupassen. Die sind doch gar nicht richtig eingedrillt. Die wissen doch ja nicht, wie rum man die Waffe hält, Alter. Wir können das nicht. Und wenn wir dort einreiten und alles töten. Und ich wollte ja auch nicht alles töten, sondern einfach Präsenz aber zeigen. Vlad will das und dann können wir das dort nicht halten. Ja, Vlad ist der Boss. Niemand muss das tun, was... Wir müssen aber Flagge zeigen, da hat er recht. Nee, können wir nicht. Wir können das nicht halten dort drüben. Keiner von uns kennt sich aus, außer Vlad und Konstantin ein bisschen. Wir wissen dort nicht, wie es abgeht. Und ist nicht wie hier. Also, wenn du mich fragst, ist das Klügste, was wir machen können, ist Joffrino abschreiben, uns darum kümmern, dass die Jungs im Gefängnis nicht in den Arsch gefickt werden und uns hier neu organisieren. Selbst wenn wir Joffrino zurückerobern und halten könnten, ohne dass die Hälfte von uns abkratzt, dann kommen die davon ja auch nicht eher aus dem Knast. Nein, erstmal sollten wir mit unserem Anwalt reden. Ja, das ist schon auf dem Weg. Mit dem treffe ich mich morgen früh, vorher wird das eh nichts. Ich mache das Wesentliche mit ihm klar und dann muss ich die Gefängnisökonomie erstmal im normalen Knast machen und im Maria-Knast haben wir nichts. Deswegen muss ja da Koreaner rein, weil wir da nichts haben. Ich denke mal, dass Jojo da relativ schnell rauskommt. Ihr könnt sie nichts anlassen. Das ist eine Magierin. Ja, und? Ja, wenn die bei ihrer Festnahme nicht gezaubert hat, kommt sie da schnell raus. Hat sie gezaubert? Haben wir das schon angesehen? Keine Ahnung, aber ich dachte, Jojo macht sowas ab und zu mal. Nicht, wenn sie merkt, dass das gerade dumm ist. Es kann passieren, dass man... Jojo ist eine kluge Frau, Alter. Die macht mich auch im Schach fertig und so. Aber ich weiß noch, dass bei dem Gespräch mit diesem Worry-Ficker sie zaubern wollte und ihr deswegen ins Bein geschossen wurde. Ja, das war eine Ausnahmesituation. Aber ist auch egal. Ja, Jojo kommt unter Umständen schnell raus, das stimmt so. Das kann sein, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Genau, und vorher würde ich da, ehrlich gesagt, ich weiß, das klingt jetzt kacke, aber ich würde keinen von uns da erstmal reinschicken wollen, bevor wir nicht wissen, ob die da längerfristig bleibt. Weil den wir da reinschicken, wenn sie rauskommt, ist er alleine.
Ja, aber Buhu, die überlebt dort eine Woche. Ja, dann haben wir eine Woche Zeit. Aber weißt du, was die Woche mit ihr passiert? Lass uns da drüber 3 Tage. Nein, pass mal auf, als ich in den Knast kam. Am 2. Tag wurde ich fast zu Tode vergewaltigt. Ich bin Kerl und nicht der Schönste. Und im Knast gibt's auch ein paar Dudes, die gar nicht gut auf unsere Gang zu sprechen sind. Und sie hat dort null Support. Wir kennen keine Wärter, wir haben niemanden drin. Und die kann nicht, und hier kommt der Kniff, zaubern. Das können die anderen auch nicht. Ja, aber Joe Lohnsklave verprügelt die einfach da drin. Joe Lohnsklave! Und ein paar von den Jungs sind vermutlich Leute, die echte Verbrechen begangen haben. Und nicht falsch geparkt haben und dann aus Versehen erscannt haben und deswegen mal einen Monat im Knast sind. Wir brauchen da auf jeden Fall sofort jemanden drin oder dieser Marsch. Also abgesehen davon, ehrlich gesagt, hättest du das vorhin schon sagen müssen, weil der ist schon auf dem Weg. Der pisst gerade an Polizeifahrzeuge. Nur wenn er nur an Polizeifahrzeuge pisst, dann werden sie ihn ja nicht. Ja, er pisst dran, schlägt einen Spiegel ab, wo sie ihm vermutlich eine Woche, wenn wir dann noch ein bisschen Kaution bezahlen, geben würden. Und dann kann er es im Knast noch ein bisschen erweitern, wenn er sich öfter mal prügelt, wenn es nötig ist, weißt du. Okay. Das sollst du nicht übertreiben. Das ist so ein besonderer Mensch oder so. Keine Ahnung. Ach, scheiße ist das. Ja, aber jetzt dieser wesentliche Punkt ist, wie wir Vlad dazu kriegen, nicht dahin zu fahren. Du kannst ihm irgendwas spritzen, dass er für die nächsten 3 Tage ausgenockt ist. Das ist der beste Weg. Ja? Nein. Und jetzt die andere Möglichkeit. Ja. Paulina steht auf, ich check erstmal, weil die anderen darüber denken. Ich könnte jemanden anrufen, der eventuell ein Auge auf sie wirft, aber das waren Aztec-Leute, hast du gesagt, ne? War das eine Ingame-Frage? Ja, das war so Ingame. Der Eingreiftrupp, ja, der sonst die Wori platt gemacht hat, aber der Knast ist nicht Aztec. Okay, stimmt. Ich glaube, die haben ein bisschen Aztec-Tech drin, aber ich weiß nicht, ob uns das was ist. Aber du kennst jemanden bei Aztec, der ein bisschen was kann? Ja. Na, pass auf, der Magierknast ist gerüchteweise das übelste Paradies. Ich denke mal, ganz so krass wird es nicht sein, aber die gucken da, dass die Leute tatsächlich mal ab und zu überleben und so ein Shit, weil Konzerne halt immer an Magiern interessiert sind und Leute ohne Perspektive im Knast sind halt besonders schmackhaft. Das heißt, wenn der die Leute kennt, die da ab und zu die Routine-Sache machen, können wir da vielleicht irgendwas regeln? Ja, vielleicht. Du hast gesagt, du warst im Knast. Machen die da Blutproben? Ja. Scheiße, wir müssen wieder rausholen. Das können wir aber nicht. Wir müssen das machen, das ist ein Magierknast. Da gibt's tatsächlich Magier. Auch noch mehr Sicherheit als sonst. Wieso? Ich meine, wir haben den Anwalt dafür, dass sie nicht mit vergangenen Verbrechen in Verbindung gebracht wird, wo sie über ihr Blut gelassen hat. Karma wird ein bisschen bleich, muss man dazu sagen. Jetzt war noch mal ein Mund auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss mit Flat reden. Ich stell mich mal vor der Tür. Okay. Okay. Kacke, kacke, kacke. Jo, du gehst da hin. Ja, ich gehe Glückklopf an, gehe die Tür, mach die Tür auf. Jo, der wird gerade irgendwelche Waffen durchchecken und laden und so ein Shit.
Ich mach die Tür hinter mir zu. Wir haben ein ganz großes Problem. Aha. Die checken ihr Blut. Aha. Alter, wenn die immer noch auf dieser Liste steht. Was denn für eine Liste? Sie hat mit mir über ihre Vergangenheit geredet. Über ihre ganz, ganz, ganz alte Vergangenheit. Wenn sie immer noch auf dieser scheiß Liste steht, dann holen wir die nie wieder. Ich habe vielleicht jemanden, den ich anrufen kann. Ich weiß nicht, wie weit er... Mach. Gut. Aber pass auf, du hast noch 20 Minuten. Und danach geht's erstmal in den Osten. Jojo ist Punkt 2. Wir können nur eine Hälfte der Familie retten. Vergiss. Die anderen sind in unserem Knast. Die anderen sind zusammen, die sind safe. Scheiß auf den anderen. Holen wir erstmal Jojo da raus und dann schauen wir mal, was mit dem scheiß Turf passiert. Die anderen sind safe. Da passiert nichts. Die sind alle zusammen. Die passen auf sich selbst auf. Telefonier. Mhm. Ja, ich ruf dann mal meinen Aztec-Guy an, ne? Oh, das ist ja gerade so früh am Morgen, Alter. Ich weiß nicht, ob der da jetzt rangehen wird. Da müsstest du mir mal Edge würfeln. Ah, darf ich das edgen? Ausnahmsweise. Tja, Jojo, ich habe alles versucht. Oh Leute, ich muss dringend nochmal kurz AFK, aber genießt doch kurz die Zeiten. Oh, scheiße. Irgendwie hätte ich mir den Spielabend anders vorgestellt. Tja. Ich hab da noch so einen Nachteil, der nennt sich Konzerndossier. Ja, ja. Scheiße, Mann, du stehst also noch auf der Liste. Ich würde sagen, das ist schlecht. Ich hab ja Edge, dass ich irgendwie noch gewinnbringend einsetzen kann, vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle. Mischa hat gar nicht ganz Unrecht, die kann alleine gar nichts. Den einzigen Vorteil, den Jojo hat, ist, dass sie unglaublich brutal ist, wenn sie muss. Ja, ja, eben, das reicht ja. Ja, aber nicht, wenn du da plötzlich mal einen magischen Ork hast, dann... Der ist ja auch nicht mehr magisch, er ist einfach ja, noch Ork. Ja, aber er ist immer noch, aber er ist immer noch ein Ork. Ja. Also, den bietest du einfach zu groß. Den bietest du einfach an zu schlucken und dann beißt du ihm einfach den Schwanz ab und schluckst ihn runter. Ja. Dann packt dich niemand mehr an. Die verprügeln dich, das ist okay, aber es wird dich niemand mehr vergewaltigen. Ja. Und die erste Zeit sind sie wahrscheinlich erstmal geschockt. Ja. Das Wichtige ist dabei halt, dass du wirklich auch deinen ganzen Scheiß runterschluckst, dann könntest du es nämlich nicht mehr annehmen. Das stimmt. Aber die ganze Hepatitis und so. Du ja, bist nicht ich, du wirst nicht krank. Vielleicht halten die ja im Magierknast sauber. Richtig. Schwierig wird's dann, wenn's 2 werden oder 3. Wie gesagt, solange du als erstes am Anfang mitspielst, ja. Sehen die ja auch keine Begründung. Ja, aber danach kommen sie einfach auf die Idee. Ey. Danach bist du erstmal in Einzelhaft. Das stimmt. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Richtig. Also, es gibt da Momente im Knast, die sind einfach ganz gut. Du kommst erstmal direkt ins Einzelhaft, wegen schwerer Körperverletzung und weil wegen... Ne? Ja, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil sonst komme ich nämlich nie wieder aus diesem Knast raus. Ja, das ist das Problem. Wegen schwerer Körperverletzung. Ja. Das war Notwehr. Ein guter Anwalt kriegt dich da raus. Ja, theoretisch schon, aber. Und es war kein automatischer Vorsatz, weil du hast keine Magie angewendet. Das werde ich vermutlich auch nicht können. Richtig. Der Spielleiter wird sich da schon irgendwas überlegt haben. Bestimmt. Bestimmt. Du kannst ja Edge verbrennen. Erstmal kannst du mir eine Edge-Probe würfeln. Du darfst Edge einsetzen, aber nur in zweiter Instanz.
Das reicht mir nicht. Das sieht besser aus. Übelster Lacker hier. Du darfst dir mal den Nachteil Konzerndos hier wegkaufen. Oh. Okay. Und mit darf meine ich, du musst. Okay. Du darfst dafür aber auch Karma-Schulden auf dich nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. So, Deli, du kommst da raus. Misha kommt zu dir. Wie ist gelaufen? Kacke, ich telefoniere, ich muss erstmal alles in Bewegung setzen. Pass mal auf. Wir machen das folgendermaßen. Die anderen sind mit uns eigentlich auf einer Seite. Fahr, wohin du musst, klär das mit den Leuten, Anwalt brauchst du nicht machen, das mache ich. Und wir machen das mit Vladoros. Ich habe ihnen gerade schon gesagt, dass du machst, was du machen anderen, musst. Genau, die anderen halten zusammen, dementsprechend sind die erstmal eine Priorität 2 und die Tür ist sowieso egal, habe ich im Buch gesagt. Ja, ist es halt auch. Eben. Gut, ich versuche mal alles in den Weg zu leiten. Oh, dann muss ich ja gar nicht mehr dieses Joffrino-Turf nachtragen, was ich auf der Karte vergessen hatte. Entschuldigung. So, du versuchst den Typ anzureißen. Also, ich sag mal, eine Stunde später hast du ihn dann. Moin, sorry, dass ich so früh störe. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sollten uns vielleicht treffen. Ja. Du bist da oben, ne? Mhm. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Da ist ein Wohnhaus, was Extraterritorialität unterliegt. Da könnten wir uns treffen. Okay. Aber du musst in den Vordereingang, weil Hintereingang, die andere Hälfte gehört eh, was ist ganz verwirrt. Vorne. du brauchst dich um nichts, was Selbstschutz angeht, zu kümmern. Wirklich nicht. Okay. Soll ich mich nicht drum kümmern oder brauche ich das nicht? Das wäre wirklich ganz und gar unangemessen. Wir haben da echt genug Leute. Können wir uns auch woanders treffen? Das geht nicht. Nee. Eine belebte Stelle wäre mir ganz lieb. Also ist nicht drin. Ja, okay. Dann komme ich zu dir. Gib mir, ich gucke auch mal. Gib mir 25 Minuten bei dir. Ja, das schaffe ich auch gut. Perfekt. Ist übrigens noch in eurem Turf, ne? Okay. Die Wohnhauslage, da haben sich die Leute einfach Land gekauft, das ist echt witzig. Ist eine Weile her. Sie betreten Staatsgebiet von Aztec. Wir machen sie kalt, wenn sie schief gucken. Richtig. Also, so oder so ähnlich lesen sie hier die AGB, aber damit kennst du dich ja aus und da steht dann drin, wir dürfen sie auch abknallen, wenn sie schief gucken, ja. Die machen sich eiskalt, Junge. Er steht da allein, in der Nähe sind ein paar Typen. Und ja, er hat hier Zeug zum Nicht-Abhör-Stuff mit. Und die Kameras drehen sich alle weg, wenn du das Gelände betrittst. Okay. Denn du bist Moses. Ich merke das schon. Um was geht's denn? Er wirft eine Tüte mit 2 Mettbrötchen zu und nimmt sich auch eins. Ah, sehr gut, danke. Freunde von dir haben einen kleinen Klarschlag gemacht. Und meine kleine Begleiterin mit einkassiert. Sekunde, warte mal. Wo? Wo genau sie erwischt wurde. Also, die Jungs oben wurden, ich zeige ihm ja unser Turf, also unser ehemaliges Turf, da einkassiert. Ist das nicht euer Turf? Und meine kleine Begleiterin war halt auf dem Rückweg. Die haben sie irgendwo zwischendurch gecasht. Die dürfte wahrscheinlich jetzt im Bau sitzen.
Okay, so Sekunde. Ja, hier gab es einen Regierungsauftrag. Nastja haben wir nicht. Das müssen Polizisten gewesen sein. Okay. Kannst du dich mal schlau machen, ob du da Verbindung zu dem zu diesem Magerknast hast? Wir haben da nicht, wir akquirieren da nicht wirklich in unserer Abteilung. Wäre das ist alles möglich, ja. Es wäre gut, wenn sie da sehr schnell herauskommt. Wegen guter Führung oder wie auch immer, oder Verwechslung das, oder sowas. Das können wir nicht. Wir könnten sie höchstens einstellen, aber dann kann ich das nicht unter den Teppich kehren, dann müssten wir sie einstellen. Nee, ich glaube, das wäre sie nicht. Außer nichts gegen euch, ihr seid bestimmt die Besten, aber. Nein, das wäre furchtbar. Ich würde niemandem empfehlen, hier zu arbeiten. Kannst du dafür sorgen, dass sie da sicher ist? Nee, da kann ich nichts machen. Ein Auge auf sie werfen? Keine Chance. Shit. Die anderen Cons achten ziemlich genau, dass nicht einer zu sehr da drin macht, was er will, damit jeder seinen Teil an Magiern abkriegt. Und Horizon fickt uns in den Arsch, Alter. Das kriege ich nicht hin. Seitdem diese Pisser mit Evo wirklich sich gegenseitig dauernd den Schwanz lutschen, das ist echt hart. Sie ist auf jeden Fall angekommen. Das ist schon mal schön. Standardprozeduren sind durch. Kannst du Einfluss auf die Standardprozedur nehmen? Nein. Die Blutprobe verschwinden lassen oder sowas? Das wäre jetzt viel zu spät. Shit. Sie hat eine kriminelle Sinn bekommen. Nee, warte, das ist eine kriminelle Sinn auf Probe, es könnte auch eine Sinn werden. Wurde vor einer halben Stunde angelegt für sie. Fuck. Outgame, sie hätte natürlich keine nicht kriminelle. Also, sie hätte jetzt eine neue bekommen, ne? Ja. Vielleicht ist es einfach nur noch nicht aufgetaucht. Carmen hat doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Das stimmt, da hast du natürlich absolut recht. Also ich, selbst als Spieler habe ich da ja fast keine Ahnung von. Achso, Jojo, diese Sin, da müsstest du dir auch noch einen Namen geben, den du da angegeben hast. Okay. Nastja. Das wäre eigentlich echt smart so. Und ja, die bringen dich zum Reden. Und du kannst den Nachnamen deines Vaters dann endlich annehmen. Das war richtig. So cool. Als ob Alex einen Nachnamen hätte. Jojo hat doch überhaupt keine Ahnung. Die hat ihn nie nach einem Nachnamen gefragt. Ich kann da nicht wirklich aktiv was machen. Ich kann drum bitten, wenn wir das nächste Mal akquirieren, dass jemand nach ihr guckt, ob sie prinzipiell überhaupt irgendwie zurechtkommt, aber ich kann dann nichts weitergehend machen. Wenn ich da jemanden reinschicke, kannst du dafür sorgen, dass er in eine Art Zellblock kommt, dass er mit ihr reden kann? Also soweit wir wissen, machen sie es in dem Knast so, dass sie Gangmitglieder zusammensperren, weil es sonst viel mehr Stress gibt und dann aber einzelne Gangs eher blockmäßig voneinander trennen. Okay, gut.
Okay, sie wurde eben von der Zentrale als nicht als heikler Fall markiert, also für uns nicht wirklich wertvoll zu akquirieren. Sie hat jemanden bereits jetzt das Ohr abgebissen. Ah, sehr schön. Das klingt die Frau ist nicht ganz dumm. Ich glaube, sie wurde jetzt auf die Krankenstation geprügelt. Die Krankenstation dort sollte sich viel aufhalten, denn das sind abgeschlossene Zellen, wo jemand hinkommt. Das ist gut. Wenn wir jetzt mal rein hypothetisch reden, wenn jemand schon mal einen Sinn hatte, das wäre doch sofort aufgefallen, oder? Ne richtiges Sinn. Mhm. Na, dann wäre die jetzt markiert worden, welches, also, ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die wahrscheinlich. Wenn dann du hat keinen sie Sinn hast, keine. Dann wird sie dort eine neue gegeben und sie hat eine neue bekommen. Ausgesprochen beruhigt. In 5 Tagen wird es jetzt jemand reingeben, wenn ihr eine Nachricht zu überbringen habt. Das wäre kein Problem. Eine Nachricht können wir so übermitteln. Mit einer Menge Aufwand könnte ich auch persönlich hin, falls du persönlich das willst, aber dann müssen wir uns schon mal irgendwann drüber unterhalten, wie wir das ausgleichen. Eine einfache Nachricht sollte eigentlich reichen. Okay. Und wenn du ein Auge auf sie haben könntest, wäre das super. Also jedenfalls im Groben. Ich kann dir sagen, wenn sie irgendwie markiert wird, aber da wird nicht mehr viel passieren. Sie ist jetzt für uns uninteressant. Sie ist für uns einigermaßen aus dem Raster gefallen. Gangmitgliedschaft, erste Amtshandlung, Ohr abbeißen. Keine Ahnung. Weißt du ungefähr alles, was man ihr vorwirft? Also, so Zugriff auf ihre Akte? Kein Einblick, aber scheint eine Untersuchungshaft zu sein. Die Gerichte sind langsam, ehe das denen vorgelegt wird und alles. Also war es heute Nacht, da kannst du dich in den nächsten 2 Tagen drauf einstellen. Okay. Dass der Prozess überhaupt erstmal festgelegt wird, wann das losgeht, wann die Verhandlungen losgehen und so, Alter, das dauert noch. Aber für den Rest von euch sieht es nicht gerade gut aus. Ja, das habe ich auch schon gehört. Aztec wird gesondert klagen. Ups, warum das? Weil sie auch unsere Waffen hatten. Hasen. Nun. Und ich glaube, da werden sich ein paar Leute in einem guten Licht präsentieren wollen. Erst haben wir die Warrior ausgeschaltet und guckt, diese riesige Waffendealer-Gang, die ausschließlich dort drüben im Ghetto operiert hat, wo eh niemand hin will, die haben wir jetzt auch noch gekriegt. Wie gut sehe das denn aus? Shit. Du hast doch nicht Möglichkeiten, oder? Alter. Ich will leben. Und selbst wenn ich nicht leben würde, keine Chance. Das ist völlig woanders und davon lässt sich niemand abbringen. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Denn am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass da die Polizei ja nicht unsere Hilfe wollte oder nicht einen privaten Sicherheitsdienstleister wollte, wir erst die Gang hinter Gitter bringen werden, also der Aztec, und dann werden wir Russland verklagen für die ganzen Schäden, die diese Gang uns über all die Jahre bereitet hat. Warum produziert die auch so gute Waffen? Naja, keine Ahnung, aber ich glaube, öffentliche Schulen werden ganz schön leiden. Und Krankenhäuser und Straßen. Yay. Die Nachricht in 2 Tagen spätestens. Mhm. Lass ich dir zukommen. Wie machen wir das?
Wir machen es einfach so, in 2 Tagen, auch so früh um 8, wird hier, stehen eigentlich immer ein paar Leute, die aufpassen. Und der eine wird sein Helmvisier die ganze Zeit oben haben, ist unüblich. Und er wird, wenn du hier rumstehst vor dem Ding, vor dem Gelände, nicht so, dass man denkt, du willst irgendeinen Scheiß machen, du kannst deine Rauchung oder so ein Schild, wird der rauskommen und du gibst ihm das. Chip. Mhm, okay. Unverschlüsselt. Klar, selbstverständlich. Okay. Er wird dir ein Mettbrötchen geben, sonst ist es der falsche. Okay, prima. Gut, ich muss dann wieder. Ich kann ja so nichts machen. Naja, du hast mir schon richtig viel geholfen, dankeschön. Okay. Meld dich, wenn du was brauchst, ne? Passt schon. Okay. Ihr habt erstmal zu tun. Irgendwann brauche ich bestimmt noch was. Dann gehen. Hey, Flummi. Hi. Wenn man ein Doppel-A-Konzern wird, dann muss man ja dafür sorgen, dass man selbst Sins verwalten und erstellen kann. Und in so einem Prozess, der komplex und unglaublich anstrengend und unheimlich bürokratisch und unheimlich beschissen ist, kann es durchaus sein, dass ein paar Daten mal verschwinden. Sehr glücklicher Umstand. Das stimmt. Aber du bezahlst ja mit Karma. Das stimmt auch. So, du fährst zurück, nehme ich an. Ich fahr zurück, ja. Das ist gut. Also Jojo fährt nicht zurück. Nee, leider nicht. Nee, so, pass auf. Sie haben das Blatt schon klar gemacht, aber noch eine halbe Stunde später, wo genau, also wird dann nochmal in der Kapelle gerufen und folgendes. Vlad erhebt das Wörtchen. So, Leute. Ich verstehe das, ihr habt keinen Bezug dazu. Ihr kommt da nicht her, ihr kommt hierher. Okay. Aber damit, also, so werde ich damit nicht leben. Das können wir vergessen. Es wird folgendermaßen laufen. Konstantin, als meine rechte Hand, übernimmt die Ganggeschäfte 3 Monate lang. Nach 3 Monaten, hier wird hier eine Wahl. Und dann wählen wir hier einen neuen Chef. Ich lege sofort alles nieder. Ihr wendet euch an diesen Mann, das ist ein kluger und ein wilder. Einer, der auf die Fresse hebt und einer, der mitdenkt. Das der Typ, dem ich ohne zu zögern dieses Amt übertrage, der macht das nämlich. Ich will keine Querelen jetzt. Ich will jetzt nicht, dass er den irgendwie, dass er irgendeine Scheiße, ich will nicht mehr, dass er zwinkert, wenn der irgendwas sagt. Ja, macht das sofort. Denn das ist die rechte Hand, die jetzt die Geschäfte übernimmt. Und ich bin raus. Viel Spaß. Da wird Konstantin etwas grünlich um die Nase werden und wer versucht, Fassung zu bewahren, dann wird er nicken. Nochmal einen kurzen Blick zu Vlad werfen. Fünf Freiwillige fahren nach Chofrino und gucken, ob sie aus der Entfernung kapern. Du wirst auf jeden Fall einer davon sein, wegen der Drohnen. Ob wir noch irgendwas holen können. Die nächsten Monate wären bestimmt nicht so leicht. Wir gucken, was wir kriegen können. Und das Hauptaugenmerk liegt auf dem Knast.
Und morgen sehen wir uns wieder und machen so eine Art Brainstorming, wie wir weiterverfahren mit dem Knast und der neuen Organisation. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Gut, auf ihr okay. Lust. Nee, warte. Also, ja. Ich hab grad mit einem Bekannten gesprochen. Was denn für einen Bekannten? Jojo gibt's relativ scheiße. Sie ist ziemlich schlau. Sie hat die erste Amtshandlung gemacht. Sie hat sich erstmal den größten, stärksten und hässlichsten rausgesucht, den mir das Ohr ausgebissen und sich auf die Krankenstation verfrachten lassen. Mishas Kopf fällt auf den Tisch. Damit ist sie jetzt erstmal ein paar Tage safe. Oh Gott. Dann ist hoffentlich der Koreaner schon da. Genau, dann ist der Koreaner da. Er wird mit ihr im selben Block landen. Und momentan ist es nur Untersuchungshaft. Sie hat eine neue Sinn gekriegt. Der Blick geht kurz dabei zu Vlad. Der scheint das alles nur so halb wahrzunehmen. Mhm. Ist momentan noch kriminell in Anführungsstrichen. Und was ist das jetzt für ein Bekannter? Ein Konzernsicherheitsangestellter. Was denn für eine Konzernsicherheit? Aztec. Die anderen, bei denen sieht es nicht ganz so rosig aus. Sag mal. Du triffst dich mit einem Aztec-Dude? Wenn es sein muss. Und er kann uns eine Nachricht zu Jojo übermitteln. Ja, oder er holt den Rest seiner Bande und marschiert jetzt hier ein, oder was? Nein. Seine Aussage war, sie haben die komplette Gang erwischt, die ja nur da oben operiert hat. Das werden sie sich auf die Fahne schreiben. Ja, das kann der uns ja alles jetzt erzählen, aber... Natürlich, aber das ist auch das Einzige, was ich... Mehr kann ich auch nicht machen. Ich habe den Typen nicht in der Hand. Genauso wenig, wie er mich in der Hand hat. Na, aber wieso denkst du, dass du dem vertrauen kannst? Ich kann ihm nicht vertrauen. Aber ich kann ihn genauso benutzen, wie er mich benutzt. Das ist so, wie es läuft. Solange ich einen Vorteil für ihn erreiche, dass ich da bin und ihm was schulde, wird er mich nicht opfern. Es sei denn, er kriegt es irgendwie hin, dass es ihm noch mehr herbringt. Okay, alle ziehen ab. Außer dir. Witzigerweise gucken alle erst kurz zu Vlad, ob das überhaupt Übereinstimmung findet, erinnern sich dann, Moment mal, und dann gehen sie alle. Okay, machen wir die Tür richtig zu. Machen wir die Tür richtig zu. Er scheint kurz zu überlegen. Okay, du wirst rausgehen, als hätte ich dich übelst zusammengeschrien, ist das klar? Selbstverständlich. Richtig, wie zu Anfang der Prosi-Zeiten. Und wenn du dich nochmal mit so einem Aztec-Typen triffst, Alter, dann sprichst du das vorher mit mir ab. Ist ja richtig, dass du was machen willst, aber das ist auch völliger Wahnsinn. Es war ein kalkulierbares Risiko. Den kennst du schon länger. Ja. Er kennt Jojo auch schon länger. Hm. Und ich sag mal so, können ihr eine Nachricht schicken, dass wir mehr oder weniger ein Auge auf sie haben, ne, dass sie sich beruhigen soll und so weiter und so fort. Alles easy. In 2 Tagen kann ich die Nachricht abschicken. Darf natürlich nichts Sinnvolles enthalten, also Gefährliches.
Weil es ist unverschlüsselt. Und sie kriegt's zugesteckt. Nur. Nee, blass es mal ab. Obwohl, nee, mach das mal und wir können uns nachher informieren, ob Jo die Nachricht bekommen hat, weil die Sachen, die jetzt wichtig sind, die verteilt ihre Koreaner, verstehst du? Klar, ja, aber... Nee, das ist aber gut. Wir machen irgendeinen Scheiß und dann können wir später, wir werden irgendwann einen Besuch kriegen, dass mir ein Anwalt es erklärt. Dann kann man nämlich gucken, ob das überhaupt durchgedrungen ist. Eben. Überlegst du dir irgendeinen Kacksatz, der da durchkommt, okay. Gut. So, du gehst raus und bist richtig betröppelt. Gut, noch was ich von ihm weiß. Aztec wird wird auch Anklage erheben, separat nochmal, weil die Waffen von, die Aztec-Waffen da oben gelagert hatten. Das heißt, es wird heftig, was auf die Zukunft, richtig heftig. Und die werden sich das richtig schön breit treten und daraus eine Medienscheiße machen. Das heißt, es wird in Schau laufen für unsere Jungs. Die Jungs sind eigentlich schon verurteilt. Gehe ich mal von aus. Naja, es waren, viele haben sowieso schon eine Kriminalistin. Jo. Das Punkt 2, den wir mit diesem Anwalt erklären, der alleine gegen diese ganzen Anwälte von Aztec. Yay. Gut. Wir können ihn da eh nicht ins Rennen schicken, wenn das ein Schauprozess ist. Der wollte da alles sein. Na gut. Wir nutzen den für Jojo, der hat eh keine Chance. Eben. Wir nutzen den nach dem Prozess für bessere Besuchszeiten und so einen Kack. Dass wir da schön immer was reinkriegen an Drogen und Knarren, also nicht Knarren, Messer und so ein Shit. Richtig, dann brauchen wir unseren Pulver nicht verschießen jetzt schon. Weil es wäre eh verschwendet, denke ich. Das denke ich auch. Und vielleicht kriegen wir noch irgendwas für Alex und Zwante, die sind alt. Jo. Drohnen. Schofrino. Machen wir. Dann melde ich mich ab. Gut. Ihr werdet da nichts rausholen können. Ihr werdet schon in einiger Entfernung merken, dass das, dass die Polizei da noch ordentlich sucht und alles. Und dass da auch tatsächlich in Schatten schon die ersten Lurken, die sich dann auf das Gebiet draufstürzen werden, sobald, ne, die Bullen weg sind. Aber die befreundete Gang, die wir vorhin nicht angesprochen hatten, die Trollgang, die Black Yetis, glaube, die haben vielleicht sogar schon vorher was rausgeholt an Stellen, wovon die Bullen noch nichts wussten, wo sie jetzt erst sind. Das heißt, die geben euch das Zeug auch sogar zu 100%. Wow. Ja, okay, dann zu 95, weil ihr müsst ihnen ja irgendwas geben. Eben. Nee, also sie würden so tun, als wenn sie uns 100% geben und wir tun dann Danke sagen. Dem, nee, behalt doch wenigstens das. Das können wir doch nicht annehmen. Och, bitte nehmt es doch alles. Was sollen wir denn schon mit Waffen im Ghetto? Oh nein, wirklich, bitte wenigstens das bisschen. Ach, wenn du schon so sagst, dann kann ich das doch nur annehmen. Vielen herzlichen Dank, Mr. Canterbury. Verdammt. Canterbury ist meins. Gut. Ich würde sagen, wir beenden den Spielabend und ich werde mit dem Flummi Tier mal ein paar Sachen absprechen. Der ist gerade ganz schön gefickt. Noch nicht. Eieiei.
Ja. Get fucked, bitch.